Ja, relativ kurz. Wie geht die Ungarn-Geschichte weiter? Wir waren jetzt in Ungarn für 4 Tage und 4 Nächte und wir waren in Südungarn, in der Tiefebene in Szeged. Ich habe das ganz gut geplant im Vorhinein. Das erste Mal, dass ich auf eigene Faust gereist bin. Und es hat dann am ersten noch was mit der Unterkunft nicht geklappt. Da wir früh geflogen sind, hatten wir auch nicht schlafen können. Waren dann 12 Stunden erstmal unterwegs, bis wir komplett in Südungarn waren. Und sind dann nochmal 6 Stunden rumgelaufen und dann wurde uns die Unterkunft gecancelt und hatten wir auch kein Internet plötzlich, obwohl wir in Budapest noch Internet hatten. Und auch kein Mobilfunk, konnten nicht anrufen und Passanten konnten uns auch nicht weiterhelfen, wo dieses Apartment ist, weil das kein Hostel oder Hotel war, sondern ein privates Apartment. Also war dann schon sehr stressig und am nächsten Morgen dann direkt im Sichtungstermin. Sollte dann aber alles nicht so gewesen sein. Wir haben uns gegen einen Immobilienkauf in Ungarn entschieden, einfach wegen der Energie, die wir da gespürt haben. Es war sehr dunkel und unbewusst und Nicole hat das auch sehr getriggert. Sie hat halt lange Zeit in Polen immer mal wieder gelebt, ihre ganze Kindheit und Jugend und Erwachsenheit durch. Und ja, was sie da erlebt hat, ist halt echt nicht feierlich. Das hat sie halt extrem getriggert, diese Armut. Gleichzeitig ist dieses Heruntergekommene und dieses Arme, ja, dieses Schlichte, das hat dann auch so seinen Reiz. Also mir hat das extrem gut gefallen, wie einfach da alles ist. Und die Menschen waren alle extrem freundlich. Die meisten, außer in den Außenbezirken von Budapest so. Da war es dann relativ kriminell auch. Ja, und als nächstes Ziel, also auch so, was uns gefallen hat, also wir waren danach in Budapest 2 Tage, es hat mir extrem gut gefallen. Also die erste Stadt, die ich wirklich sehr, sehr mag. Das Beste daran war, dass da einfach keine Idioten rumgelaufen sind und keine, ich sage jetzt einfach mal, Araber und Türken jetzt nicht alle über einen Kamm geschert, aber halt diese Gestalten, die in Berlin einen zum Beispiel blöd anmachen, angucken oder als Frau ständig nur anbaggern, was bei Nicole täglich zigmal der Fall ist in Berlin. Dass man natürlich richtig auf den Senkel geht und ihr natürlich auch. Und es war da überhaupt nicht der Fall und da sind so Leute rumgelaufen mit einem breiten Grinsen im Gesicht, jetzt nicht, weil die irgendwie high sind, sondern die wirkten einfach glücklich teilweise und da bin ich zum ersten Mal mit Freude wirklich rausgegangen, hat es mir wirklich Spaß gemacht und wusste, dass nicht an jeder Ecke irgendjemand stand, der einen blöd anmacht oder irgendwelche Idioten einfach. Und sehr, sehr sauber ist die Stadt, also extrem sauber. Architektur halt sehr schön mit, ja, so richtig massiv auch einfach. Und sehr viele Hipster-Kneipen und Hipster-Läden wie in Berlin. Es wirkt auch so wie ein kleines Berlin und gleichzeitig vom Flair aber wie Paris circa. Wir waren da mitten im Kiez in einer Unterkunft, in so einer minimalistischen Unterkunft. Und da war auch eine Gehminute ein rohveganes Restaurant zum Beispiel. Wir waren aber nur in einem veganen im Vega City essen für 10 Euro 2 Personen, alles extrem günstig. Auch ein Handcraft Bier, also selbst hergestelltes und vom Fass frisch gezapftes Bier, 1,50 €. Also sehr günstig da alles. Und sehr stilvoll, einfach sehr, ja, mit sehr viel Ambient, hat mir extrem gut gefallen. Und 2 Tage nachdem wir abgereist sind, stehen wir dann erstmal vor der Basilika. Aber wir waren direkt an der Basilika, unsere Unterkunft, stehen da erstmal Panzer. Weil irgendwie Orban, der Präsident, da irgendwie meint, seine Macht demonstrieren zu müssen gegen irgendwelche, keine Ahnung, halt Araber oder was auch immer. Ja, soll er halt machen. Ja, dass die Leute halt irgendwie weniger Angst haben, aber weniger Angst haben, indem irgendwie Panzer direkt vor der Tür stehen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Naja, Logik. Ja, in diesem Vega City hat uns aber sehr enttäuscht. Da sind, also die vegane Szene ist da in den Kinderschuhen, denke ich mal noch. Ja, als nächstes Ziel haben wir Portugal im Sinn. Im Juni werden wir wahrscheinlich dann nach Portugal reisen. Ja, momentan circa
5.000 € jetzt zusammengespart und bis zum Juni haben wir aus eigener Hand 10.000 und ich werde eventuell noch 5.000 erben. Nicht durch Tod oder irgendwas, sondern ja, einfach Vermögen und so weiter. Andere Geschichte. Und ja, so zwischen 10.000 und 20.000 werden wir dann zusammen haben Mitte nächsten Jahres. Also ich will nicht mehr so lange in Berlin bleiben. Portugal ist ein bisschen teurer halt. Ihr hört uns aber extrem gut. Sprache ist halt romanisch, ist auch einfacher. Sehr warm, keine wirklichen Winter, ganze Früchte zur Verfügung. Ich wollte aber mit dem Video nur ein kurzes Update geben und dass ich mal überhaupt mal wieder ein Video raushau. Ciao.